Ja, moin zusammen. Heute ein wieder cooles Thema, cooles Video zum Thema Kurbelwelle im Vergleich R8 zur Formel 1 Kurbelwelle. Ja, wir fangen mal mit der R8 Kurbelwelle an. Was ich euch hier zeigen will, ich leuchte hier gerade mal kurz durch vom Hauptlager, von der Hauptlagerbohrung. Und man sieht, dass sie schräg rausgeht zum Pleuellager. Ja, und so geht das bei jeder serienmäßigen Kurbelwelle. Wir bekommen mit dem Ölring von dem Hauptlager zum Pleuellager. Ich habe mal hier eine kleine Zeichnung vorbereitet. Und zwar habe ich es genannt Oil at Crank, also Öl an der Kurbelwelle. Hier ist R8 Motor Kurbelwelle, die ich euch gerade gezeigt habe. In Klammern habe ich reingeschrieben Serie. Also das ist so, wie es in der Serie bei allen Serienmotoren eigentlich Verwendung findet. Und hier kommt ein interessantes Thema mit der Formel 1 Kurbelwelle. Da ist das alles ein bisschen anders. Jetzt hatte ich euch ja hier schon gezeigt, dass die Bohrung vom Hauptlager, also das ist hier unsere Kurbelwelle, ja, Hauptlager, und durch das ist dieser Kanal, der schräg hochgeht vom Hauptlager Zapfen zum Pleuellager Zapfen. Der dreht sich natürlich exzentrisch, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, während der ja auf der Stelle stillstehen bleibt. Also hier Pleuellager. Jetzt habe ich hier schwarz eingezeichnet den Block, hier und hier. Und hier in der Mitte, das soll jetzt der Zapfen von der Kurbelwelle sein, der Hauptlagerzapfen. Hier ist die Ölpumpe. Die Ölpumpe dreht sich, fördert Druck. Öldruck geht nach oben, wird aber hier erstmal abgezwackt in die Ölgalerie zu den Ölpissern. Ich nenne die Ölpisser, die heißen eigentlich Kolbenbodenkühlung oder Ölspritzdüsenkolbenbodenkühlung. Das spritzt dann hier raus. Also hier verlieren wir Öldruck, alles was rausspritzt. Hier geht es dann weiter in die Kurbelwelle, in das Hauptlager. Ja, dieser schräge Kanal. Hier verlieren wir natürlich Öldruck am Lager, weil wir haben hier ein Hauptlager und haben da ein Spiel. Das muss ja da sein. Also hier geht das Öl an der Seite raus. Und dann gehen wir weiter im Kanal in die Kurbelwelle oben bei den Pleuellagern. Und auch hier an den Lagern verlieren wir das Öl. So ist es in der Serie. Hier, das ist die Formel 1. Ist ja auch, das Interessante daran ist, das ist ja auch eine V10-Kurbelwelle, wobei dafür spielt das eigentlich keine Rolle. Beides sind ja 10-Zylinder-Motoren, vom Aufbau identisch. Aber wenn ihr hier schon seht, die Formel-1-Kurbelwelle ist um wesentlich, die ist jetzt hier abgeschnitten, das ist jetzt also nur ein Zapfen. Aber ihr seht ja schon, dass es hier, die Wange hier ist ja wesentlich kürzer als hier bei der R8. Ich kann jetzt ja mal daneben legen, dann sieht man es ja auch. Kleiner Größenvergleich. Hier an dem Punkt sehen wir auch zum Beispiel schön diese, ich nenne es mal Kreise. Das ist Wolfram. Wolfram hat eine sehr hohe Dichte und man benutzt das quasi als Ausgleichsgewicht. Man muss ja einen Ausgleich schaffen zwischen den bewegten Massen oben, also den Kolben und den Pleuen, zu der Kurbelwelle. Das muss sich ja in der Waage halten. Ihr kennt das vielleicht, habt ihr das gesehen im Aufzug. Im Schacht ist auch ein Gegengewicht. Da sind so viele Betonplatten, damit der Aufzug, wenn er nach oben oder nach unten geht, so ein bisschen in der Waage ist. Ja, das ist dann halt, das gleicht sich dann immer schön aus. Wenn wir das dann nicht hätten, dann müsste der Motor unheimlich viel Kraft aufwenden, um euch nach oben zu bringen. Und so ähnlich ist das im Prinzip auch hier. Wenn wir also die Gewichte ändern zum Beispiel, wie wir das beim R8 ja machen, weil wir auf Turbo umbauen, wir haben schwerere Pleuel, wir haben schwerere Kolben, dann haben wir natürlich schwerere Massen oben und die Massen müssen wir an der Kurbelwelle wieder ausgleichen. Das ist ein bisschen komplexer, die ganze Geschichte, weil wir da mit Mastergewichten arbeiten an der Kurbelwelle und so Geschichten. Und wir kommen später zu dem Thema, dass wir das Wolfram wahrscheinlich upgraden müssen. Also wir müssen mehr Wolfram in die Kurbelwelle bekommen, um das halt später in die Waage zu bekommen. Hätten wir keine Wolfram hier, also hier und dann da, müssten wir den Zapfen größer machen. Ja, das heißt, wir müssen das ja hier noch höher aufbauen, die ganzen Kurbelwellenzapfen, sowohl beim Formel 1 wie auch hier beim R8. Man möchte das verhindern. Warum? Preisfrage an euch. Also wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Gut, jetzt haben wir die Kurbelwelle vom Formel 1. Nehmen wir mal hier zum Papa auf die Theke. Die Einbuchtung hier zum Beispiel, da wird das dann später auch gewuchtet. Ja, also wenn die Kurbelwelle dann später auf der Wuchtbank ist, dann wird man da an der Stelle wegfräsen, um das halt perfekt zu wuchten. Der Hauptunterschied ist natürlich die Drehzahl hier. Ne? Also hier sprechen wir ja von 18.000 Umdrehungen, wobei der R8 9,5 dreht nur. Ne? Deswegen haben die da auch noch mit der
Versorgung des Öles das quasi serienbelassen, wobei in der Formel 1 das geändert wurde. In der Formel 1 ist das so, dass wir gar keinen Kanal haben hier. Wir haben kein Loch hier am Hauptlagerzapfen. Ja, das heißt, es gibt keine Verbindung vom Hauptlager, von der Hauptlager-Schmiernot zum Pleuellager. Hier wurde das Ganze anders gemacht. Und zwar wird das Öl direkt vorne an der Kurbelwelle eingeführt oder ja, eingeführt kann man schon sagen. Hier direkt aus der Pumpe, also hier ist die Pumpe, die fördert dann hier vorne direkt über den Stirndeckel direkt in die Kurbelwelle. Und wie gesagt, es gibt keine Verbindung nach außen, sondern direkt zu den Pleuellagern. Und hier spritzt das Öl raus. Das hat einen bestimmten Grund, und zwar ist die Drehzahl da sehr erheblich. Hier machen wir uns die Drehzahl zu nutzen, indem die Kurbelwelle dreht sich ja und durch die Zentrifugalkraft wird das Öl noch weiter hier rausgespritzt, während wir bei dem System ja gegen die Zentrifugalkraft kämpfen müssen. Das heißt, würden wir hier höher drehen, noch höher drehen, hätte das Öl immer mehr Schwierigkeiten an die Stellen zu kommen. Das heißt, wir hätten obenrum an den Pleuellagern zu wenig Öl und dann Schaden. Deswegen machen wir das hier so. Das Ganze wird hier vorne mit so einem Magnetic Seal abgedichtet, weil wir müssen ja, einen Teil dreht sich ja, die Kurbelwelle, und die Ölversorgung, die steht ja quasi. Ne? Sonst müsste ja die Ölpumpe oder sonst irgendwas auch mitdrehend machen, das ist ja hochkomplex. Das wird auch deswegen in der Serie nicht gefahren, weil einfach der Aufwand zu hoch ist, das technisch umzusetzen. Also wir versorgen hier einmal da, gehen da rein, haben das sichergestellt. Wir haben ja nur diesen einen Kanal. Pleuellager ist sichergestellt für 18.000 Umdrehungen. Dann geht die Ölpumpe hier hoch und versorgt separat aus dem Block die Hauptlagerstellen. Ja? Hier gehen wir ja durch, durch, durch und dann dahin. Und hier haben wir auch zum Beispiel die Versorgung der Öldüsen, auch über einen separaten Kanal. Ja, während wir hier ja schon direkt da rausgehen und hier schon Öldruck verlieren. Das heißt, hier kommt immer dann am wenigsten an. Reingeleuchtet haben wir auch zu gucken. Wir können von der Seite auch nochmal zeigen, das ist ja der Kanal, wie groß der ist. Habe ich jetzt mir einen Lamp? Moment. Ja, da seht ihr auch, wie groß dieser Kanal ist, nur für die Pleuellager. Wir müssen aber noch dazu sagen, wir haben ja einen wesentlich kleineren Hub. Das ist ja nur hier 40 mm, um überhaupt diese von da nach da. Ganz kleiner Hub, während bei der 8 Kohlwelle ist er natürlich wesentlich höher. Deswegen ist die auch wesentlich größer. Die haben wir auch schon poliert, die Kohlwelle. Die geht jetzt dann demnächst weg. Für eben diese Auswuchtung, damit wir da 100% keine Probleme bekommen bei höherer Drehzahl. Eine Sache wollte ich euch noch sagen, bei jeder Kurbelwelle ist das so, ich empfehle euch vor der Montage, die muss natürlich sauber gemacht werden, diese Kanäle aber sauber zu machen. Ja, wir nehmen dafür so eine Flaschenbürste, die kann man mit ein bisschen Bremsenreiniger, ein bisschen so, oder durch den Kanal schon mal durch, mit Bremsenreiniger. Und dann kann man da einfach rein in den Kanal und den schön sauber machen. Und die kommt dann am anderen Ende wieder raus. Da ist sie, die Flaschenbürste. Und dann einfach wieder rausholen. Andere Kanäle durch, mit Druckluft, Öl drauf und einbauen. Fertig, Wartek Ende.